Herzlich willkommen zur Episode 3 im Modul A Basics. Heute geht es um den Begriff Social Software und die persönlichen Lernumgebungen. Was ist Social Software? Social Software, ganz kurz definiert, ist Software, die Gruppeninteraktion unterstützt. SocialKey 2003. Und wenn man es ein bisschen detaillierter macht, dann fallen ein im Gegensatz zu der reinen Groupware noch Dinge auf, dass häufig mit sozialen Feedback-Mechanismen gearbeitet wird. Das heißt zum Beispiel, Bewertungen werden aggregiert. Bei Amazon finden Sie ganz, ganz viele Bewertungen und die werden zusammengefasst für ein Buch und dann gibt es dann halt 3,5 Sterne und deswegen kaufen manche Leute vielleicht das Buch oder manche auch nicht. Und die Bildung sozialer Netzwerke wird unterstützt in Social Software. Es gibt sehr viele Dienste, die man zur Social Software dazu zählen kann. Und Thomas Bernhard und Marcel Kirchner haben das hier mal so versucht, ein bisschen zu strukturieren. Und was deutlich wird, es gibt viele Dienste. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Wie kann ich meine eigenen Lernprozesse damit unterstützen? Und das ist die Idee von persönlichen Lernumgebungen, die den Lernenden helfen sollen, ihr Lernen selbst zu organisieren und zu strukturieren. Und Steve Downes sagt, the PLE allows the learner not only to consume learning resources, but to produce them as well. Das heißt, weg von den Couch Potatoes hin zu den aktiv Produzierenden. Gabi Witthaus hat das sehr schön dargestellt. Eine PLE ist also eine persönliche Zusammenstellung von Werkzeugen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit anderen zusammen etwa einen Text schreiben will, write collaboratively, dann nimmt man zum Beispiel Etherpad oder Google Docs. Und wenn ich vielleicht Talk to People in Other Locations Now machen möchte, also mit anderen Personen jetzt sprechen will, dann nehme ich Skype. Und da sieht man so einen Ausschnitt von vielen Dingen, die man vielleicht machen möchte im Kontext von eigenen Lernprojekten. Und dann nimmt man den entsprechenden Dienst, der einen dabei hilft. Graham Atwell ist ein ganz bekannter Forscher hier auch an der Uni Bremen, am ITB, der sehr viel zum Thema Personal Learning Environments geschrieben hat und der sagt, eine Personal Learning Environment, die muss bestimmte Funktionalitäten beinhalten, nämlich die muss unterstützen die Informationssuche, sammeln und strukturieren von diesen Informationen, das Bearbeiten, Analysieren, Reflexion, Präsentieren, das Repräsentieren, also etwas noch darstellen, teilen und das Vernetzen, also das Networking. Im Endeffekt kann man sagen, dass es hier tatsächlich um den kompletten Lernprozess geht, denn das sind alles Dinge, die man braucht. Und wenn Sie jetzt mal auf unsere Module schauen und die Inhalte der Episoden, dann werden Sie sehen, dass diese Inhalte, die Graham Atwell da genannt hat als Inhalte von persönlichen Lernumgebungen, dann sehen Sie, dass das einen ganz guten Match hat zu unseren Inhalten und das ist natürlich nicht ohne Grund. Die Frage ist, wie kann man das alles kombinieren, wenn das so wichtig ist, dass man verschiedene Dienste nutzt? Eine Möglichkeit ist, dass man möglichst viele webbasierte Dienste benutzt und diese in Firefox als Browser zusammenlegt. Warum Firefox? Weil Firefox immer noch der offenste Browser ist, um Erweiterungen zu installieren. Also man könnte auch Google Chrome nehmen oder Apple Safari, aber für Firefox gibt es tatsächlich die meisten Erweiterungen und insofern werden wir unsere Beispiele immer mit dem Firefox-Browser machen. Und wenn Sie einen anderen Browser benutzen wollen, können Sie das gerne machen. Und dann müssen wir halt dann immer sehen, welche Dinge funktionieren, welche nicht. Und Sie können dann von Ihren Erlebnissen dabei berichten. Und dieser Firefox-Browser stellt dann im Endeffekt sozusagen das Tor zu all diesen ganzen Diensten im Web 2.0 dar.
Hier nochmal die Quellen zur heutigen sehr kurzen Episode. Ich bin nicht auf die Details eingegangen von persönlichen Lernumgebungen, weil wir im Endeffekt uns eine eigene bauen werden und wir das noch Schritt für Schritt machen werden und Sie nur einen kurzen ersten Überblick bekommen sollten. Ich bedanke mich und wir sehen uns in der nächsten, im nächsten Modul sogar schon. Und ab dem zweiten Modul starten wir auch mit dem regulären Durchgang mit erste Woche Reflexion, zweite Woche Basteln an dem eigenen Lernprojekt. Vielen Dank und bis dann.